Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um das Vulcan-Triebwerk der Ariane. Viel Spaß! Raptor, Merlin, Kestrel. Die sozialen Medien sind voll von Infos über die Triebwerke von SpaceX. Und auch wir haben ja schon einiges zur eingesetzten Technik von SpaceX gemacht. Verlinke ich dir hier. Dabei haben wir in Europa auch ein super Raketentriebwerk, das Vulcan. Das Vulcan-Triebwerk ist mit der Ariane 5 bisher 104 Mal erfolgreich geflogen und ist eines der effizientesten Triebwerke, die aktuell fliegen. Ich habe mir ja vorgenommen, ein bisschen mehr Werbung für die europäische Raumfahrt zu machen. Und so beschäftigen wir uns heute eine ganze Episode mit dem Arbeitswert der europäischen Raumfahrt, dem Vulcan-Triebwerk. Ich erzähle etwas zur Geschichte der eingesetzten Technik und gebe am Ende einen kleinen Ausblick, wie die Zukunft des Vulcan aussehen wird. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne ein Like da und wenn du weitere Videos über Raumfahrttechnik nicht verpassen magst, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge von Senkrechtstarter. Noch ist Senkrechtstarter ein kleines Mauerblümchen in den Weiten des YouTube-Universums, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir die Begeisterung für die Raumfahrt im deutschen Sprachraum etwas anfachen und du das Video mit allen teilst, von denen du denkst, dass sie Spaß daran haben. Aber nun zum Vulcan. Das Vulcan ist ein Raketentriebwerk im Gasgeneratorzyklus, das mit Kryogenem, also flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff, gefüttert wird. Das Vulcan ist 3 Meter hoch und misst etwa 1,80 Meter im Durchmesser. Es wurde speziell für die Ariane 5 entwickelt und treibt dessen Hauptstufe an. Ein Vulcan-Triebwerk wiegt etwa 1,7 Tonnen und kann in der aktuellen Version 2 137 Tonnen Schub liefern. Es wird nicht nur in der Hauptstufe der Ariane 5 eingesetzt, sondern dann hoffentlich Anfang nächsten Jahres dann als Version 2.1 in der Ariane 6. Mein Video zur Ariane-Raketenfamilie, das verlinke ich dir hier. Seinen Namen hat das Vulcan vom römischen Gott des Feuers, Vulcanus, der in der römischen Mythologie als Schmied und kluger Erfinder die Wunderwaffen der Götter schuf. Zudem ist Vulcanus der Gott aller Metallhandwerker, die auf die Kraft des Feuers angewiesen sind. Also ein durchaus treffender Namenspatron für ein feuriges Triebwerk. Und du hast es dir vermutlich schon gedacht, das Wort Vulkan geht auch auf den Vulcanus zurück. Nach den Anforderungen der ESA für die Ariane 5 wurde das Vulcan von Grund auf neu entwickelt. Unter den Raketenantrieben gelten die kryogen flüssig getriebenen Raketenmotoren als eine Schlüsselkompetenz. Wir sprechen von kryogenen Treibstoffen, deshalb, weil sie nur bei extrem niedrigen Temperaturen verwendet werden können. Die niedrige Temperatur erlaubt die Verflüssigung von Sauerstoff, Methan und Wasserstoff. So können diese Treibstoffe auch unter wenig Druck in die Rakete getankt werden. Höherer Druck würde bedeuten, dass man die Tanks deutlich dickwandiger gestalten müsste und damit wäre die Rakete deutlich schwerer. Und gerade Gewicht wollen wir in der Raumfahrt ja unbedingt vermeiden. Was für einen Sprung die europäische Raumfahrt mit dem Vulcan aber von der Ariane 4 zur Ariane 5 machte, lässt sich aus dem Vergleich der dritten Stufe der Ariane 4 zum Vulcan zeigen. Während die kryogene dritte Stufe der Ariane 4 gerade einmal 10 Tonnen Schub lieferte, musste das Vulcan für die erste Version der Ariane 5 schon 115 Tonnen Schub erzeugen. Im Vakuum und der neuesten Vulcan 2 Version liefert es mittlerweile ja sogar über 130 Tonnen Schub. Neben den beiden Feststoffboostern liefert das Vulcan beim Start 8% des gesamten Schubes einer Ariane 5. Während des Aufstieges der Ariane 5 kann das Vulcan-Triebwerk geschwenkt werden und so die Flugbahn der Rakete steuern. Elektrische Befehle von der Flugelektronik werden an ein Hydrauliksystem gesendet, dessen Öldruck zwei Servoaktuatoren steuert. Diese Aktuatoren verändern die Ausrichtung des Triebwerks in der Nick- und in der Gear-Ebene und so wird dann die Flugbahn gesteuert. Wie vieles in der europäischen Raumfahrt kommen unterschiedliche Teile aus unterschiedlichen Ländern. An der Entwicklung des Vulcan waren 40 verschiedene europäische Firmen beteiligt, angeführt von Frankreichs Snecma Moteurs, mittlerweile unter dem Namen Safran Aircraft Engines. Die Brennkammer kommt zum Beispiel aus Deutschland und getestet werden die Triebwerke beim DLR in Lampolzhausen. Aber nochmal zum Thema kryogene Raketenantriebe. Zwar ist diese Antriebsform die mit Abstand effizienteste unter den chemischen Raketenantrieben, das hat auch mit dem eingesetzten Treibstoff Wasserstoff zu tun. Mein Video übrigens zum Thema Treibstoffe, das verlinke ich dir hier. Aber damit man mit dem Wunsch Treibstoff wie flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff was anfangen kann, muss man sie bei Temperaturen handeln, die mörderisch sind. Bei Sauerstoff sind das mal eben minus 184 Grad Celsius und bei Wasserstoff sogar unglaubliche minus 251 Grad Celsius. Das ist nur 22 Grad vom absoluten Nullpunkt entfernt. Kälter geht nicht. Ach ja, bevor ich es vergesse, bitte erinnere mich mal daran, falls ich hier auf dem Channel den absoluten Nullpunkt erreiche. Um bei diesen mörderisch kalten Treibstofftemperaturen die auftretenden Belastungen meistern zu können, braucht es spezielle Materialien.
ein solides Engineering und natürlich auch einiges an Erfahrung. Da wundert es nicht, dass das Triebwerk als Kerntechnologie für die Entwicklung der Ariane 5 gut 25% des gesamten Ariane 5 Entwicklungsbudgets ausmachte. Einen schönen Nebeneffekt haben aber so kalte Treibstoffe. Wir können sie sehr gut zum Kühlen von kritischen Bauteilen nutzen. Da verfügt das Vulcan über eine regenerative Kühlung, die in einer Rohrwandkonstruktion die Expansionsdüse und in einer Rippenstruktur die Brennkammer vor Überhitzung schützt. Wenn du mehr zum Thema Triebwerkskühlung erfahren magst, dann schau mal mein Video zu dem Thema, das verlinke ich dir hier. Zusätzlich zu den thermischen Belastungen aus extremer Kälte des Treibstoffs und extremer Wärme in der Brennkammer hat das Vulcan auch eine relativ lange Brenndauer von 10 Minuten. Zum Vergleich mal, eine Falcon 9 Erststufe brennt bis zur Stufentrennung gerade mal 2,5 Minuten. Fairerweise muss man natürlich dazu sagen, dass das Merlin ja auch wiederverwendet wird, also mehr Einsatzdauer insgesamt dann doch hat. Aber Merlin ist ein gutes Stichwort. Wie mein Lieblingstriebwerk, das F1 der Saturn V und das Merlin der Falcon 9, wird das Vulcan auch im Gasgenerator-Nebenstromzyklus betrieben. Wenn du mehr zu diesem Antriebszyklus erfahren magst, schau gerne mal in mein Video zum Merlin-Triebwerk, das verlinke ich dir hier. Großer Unterschied wäre dann natürlich der Treibstoff. Während Merlin und F1 mit Flüssigsauerstoff und RP1, verfeinertem Kerosin, laufen, bekommt das Vulcan flüssigen Wasserstoff und flüssigen Sauerstoff gefüttert. Im Englischen sprechen wir bei der Kombination dann auch von Hydrolox, für das englische Wort Hydrogen für Wasserstoff und die Abkürzung LOX für Liquid Oxygen. Gelegentlich liest man dann aber auch LH2 für Liquid Hydrogen. Das 2 oder die 2 steht dann für die Molekülgröße des elementaren Wasserstoffs. Wasserstoff und Sauerstoff wollen wir dann exotherm, also unter dem Freiwerden von Wärmeenergie, zu Wasser reagieren. Umgangssprachlich, oder vielleicht aus dem Chemieunterricht bekannt, sagt man dazu auch Knallgasreaktion. Bei dieser Knallgasreaktion werden aus zwei Wasserstoffmolekülen mit jeweils zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffmolekül, das ebenfalls aus zwei Sauerstoffatomen besteht, zwei Wassermoleküle, also zweimal H2O. Zusammenfassend brauchen wir also die doppelte Menge an Wasserstoffatomen zu Sauerstoffatomen. Zweimal H, einmal O. Das stimmt noch nicht ganz, denn im Vulcan verbrennen wir fuel-rich oder treibstoffreich. Moped- und Kettensägen-Bastler kennen vielleicht den Begriff fette Verbrennung, fettes Gemisch. Diese treibstoffreiche Verbrennung hat unter anderem den Vorteil, dass nicht der komplette Brennstoff verbrannt wird und so das Abgas nicht so heiß ist. Das schont nicht nur die Brennkammer und die Düse, sondern vor allem auch den Gasgenerator und die Turbine der Turbopumpe. Der größere Vorteil einer treibstoffreichen Verbrennung ist allerdings, dass es den spezifischen Impuls verbessert. So absurd es klingen mag, aber wenn man einen Teil des Wasserstoffs nicht verbrennt, kommt man am Ende weiter, als wenn man ihn vollständig mit Sauerstoff zu Wasser reagiert. Das Vulcan hat ein Mischungsverhältnis von etwa 6 Teilen Sauerstoff zu einem Teil Wasserstoff. Um den Wasserstoff vollständig zu verbrennen, bräuchte es aber 8 Teile Sauerstoff. Wenn es nur um Effizienz ginge, könnte man das Mischungsverhältnis noch weiter auf etwa 5:1 senken. Nur dann sinkt auch der Schub. Deshalb hat man den Kompromiss zu 6:1 gewählt. Zu diesen Details mache ich vielleicht in der Zukunft mal ein Video. Die erste Generation an Triebwerken des Vulcan 1 ähnelte von der Bauart dem Merlin-Triebwerk von SpaceX. Wie beim Merlin wird ein Teil des Treibstoffs abgezwackt und neben dem Haupttreibstoffstrom verbrannt, um die Turbine der Turbopumpe anzutreiben. Das Abgas wird dann einfach an der Seite ausgestoßen. Die zweite Generation, das Vulcan 2, erinnert mehr an das F1-Triebwerk der Saturn V. Wie dieses nimmt es den Turbinenabgasstrom und lässt ihn über den gesamten Umfang in der Expansionsdüse ausströmen. Dieser Vorhang aus relativ kühlem Abgas aus der Vorverbrennung, im Vergleich zum Abgas aus der Brennkammer, schützt so die Düsenwand vor Überhitzung. Neben dieser sogenannten Vorhangskühlung wirkt es auch ähnlich zu einem Nachbrenner in einem Düsenjet und erhöht den Schub und den spezifischen Impuls, da das eingeblasene Abgas im Hauptstrom mitbeschleunigt wird. Grund der Weiterentwicklung des Vulcan war der frühe ESA-Wunsch nach einer erhöhten Oberstufenmasse, die noch mehr Missionsflexibilität zulässt. Gestartet wurde die Entwicklung des Vulcan 2 dann schon Ende der 90er Jahre. Durch die Weiterentwicklung zur Vulcan 2 wurde dann so ziemlich alle Leistungsdaten gesteigert. Um aber das Hauptziel der Erhöhung der Oberstufenmasse zu erreichen, wurde die Steigerung der Treibstoffkapazität identifiziert. Das Gesamttankvolumen sollte aber nicht verändert werden. Also die Rakete in der Größe unverändert lassen, aber mehr Treibstoff reinpacken. Wie soll das denn jetzt gehen? Das klingt jetzt erstmal nicht wirklich möglich. Wie will man denn mehr Treibstoff mitnehmen, wenn man nicht mehr Tankvolumen hat? Wie eben schon erwähnt, wird ja fuel-rich verbrannt, also mehr Wasserstoff verwendet, als verbrannt werden kann. Wenn ich jetzt das Gemisch mehr in Richtung stöchiometrische Verbrennung einstelle, also mehr dem Verhältnis annähere, wo
für jedes Sauerstoffatom 2 Wasserstoffatome zur Verfügung stehen, anstatt überschüssigen Wasserstoff einfach auszustoßen, kann ich das frei gewordene Wasserstofftankvolumen nutzen, um stattdessen mehr Sauerstoff mitzunehmen. Und wir transportieren ja keinen Kasten voll Treibstoffziegel, die alle irgendwie gleich viel wiegen, sondern Flüssigkeiten mit unterschiedlicher Dichte. Vielleicht doch mal in Ziegeln gedacht. Also stell dir vor, unser Treibstoff ist in Tetrapacks untergebracht, also 1 Liter pro Paket. Wir können durch Quetschen nicht mehr Flüssigkeiten in diese Tetrapacks reindrücken, weil unser Treibstoff, der ist ja schon durch die tiefen Temperaturen nicht mehr gasförmig, sondern eine Flüssigkeit und wir sagen, dass die inkompressibel ist. Lässt sich also nicht wirklich zusammendrücken. Der dichte Unterschied der beiden Flüssigkeiten heißt aber, dass ich für jedes Tetrapack voll flüssigem Sauerstoff 16 Tetrapacks flüssigen Wasserstoff mitnehmen kann, um auf das gleiche Gewicht zu kommen. Ach ja, wenn du einen Supermarkt bei dir ums Eck findest, der Wasserstoff in Tetrapacks verkauft, schreib mir mal bitte unter dem Video. Aufgrund des großen Dichteunterschieds von flüssigem Sauerstoff zu flüssigem Wasserstoff bedeutet also 1 Kilo eingesparter Wasserstoff die Kapazität für 16 Kilogramm mehr Sauerstoff. Dazu musste man dann nur das Schott zwischen Sauerstoff- und Wasserstofftank, also den Zwischenboden, der die beiden Treibstoffe trennt, zugunsten des Sauerstoffvolumens verschieben. Damit war es dann möglich, bei dem Verlust von einer Tonne Wasserstoff 16 Tonnen zusätzlichen Sauerstoff mitzunehmen. Ganz guter Deal, oder? Weiter wurde die Leistung der Sauerstoffturbopumpe gesteigert und die Anzahl der Einspritzdüsen erhöht. Um die Effizienz des gesamten Triebwerks noch zu erhöhen, wurde dann unter anderem noch der Brennkammerdruck gesteigert und die Schubdüse verlängert. Wenn du schon eine Weile auf dem Channel unterwegs bist, weißt du, wie wichtig die Turbopumpen für Raketenantriebe sind. Nur durch einen kontinuierlichen Treibstoffstrom kann das Triebwerk effizient arbeiten. So wurden die Hauptfortschritte beim Vulcan 2 auch dadurch erreicht, indem man eine extrem leistungsstarke Turbopumpe auf einem relativ kompaktes Volumen konzentrieren konnte. Die aktuelle Version des Vulcan 2 hat eine 3 Megawatt Sauerstoffturbopumpe und eine 12 Megawatt Wasserstoffturbopumpe. Nur so als Größenordnung, ein ganzer ICE 3 hat eine Antriebsleistung von 8 Megawatt. Oder um beim Thema Pumpen zu bleiben, die Hauptspeisewasserpumpe eines gängigen Atomkraftwerks hat etwa 10 Megawatt. Und diese Leistung ist bei uns in einem Triebwerk installiert, das insgesamt gerade mal so viel wiegt wie ein Auto. Um diese enorme Leistung in dem kleinen Bauraum unterzubekommen, muss die Sauerstoffpumpe mit 13.600 Umdrehungen pro Minute laufen und für den flüssigen Wasserstoff sogar mit 34.000 Umdrehungen pro Minute. Damit werden dann 235 Kilogramm Sauerstoff und 41 Kilo Wasserstoff pro Sekunde in das Triebwerk gedrückt. Auch wenn ich mir vorgenommen habe, mehr Werbung für die europäische Raumfahrt zu machen, ganz so ein Spaziergang war die Entwicklung des Vulcan 2 übrigens nicht. Über den Fehlstart der ersten Ariane habe ich ja schon in meinem Ariane-Video berichtet. Aber auch beim Erstflug des Vulcan 2 am 11. Dezember 2002 gab es einen Fehlschlag und das Triebwerk flog auseinander und sorgte für einen Verlust der Rakete und ihrer Nutzlast. Das allgemeine Tuning des Vulcan-Triebwerks war dann doch ein Tick zu mächtig und so riss die Düse infolge zu hoher thermischer Belastung. Genauer soll die Röhrchenstruktur der regenerativen Kühlung Risse bekommen haben und letztlich durchgebrannt sein. Erfolgreich flog das Vulcan 2 erst beim zweiten Einsatz am 12. Februar 2005, seitdem aber sehr zuverlässig. Wie gesagt, mittlerweile über 100 Mal erfolgreich im Einsatz stehen wir kurz vor dem Erstflug der nächsten Generation des Vulcan in der Ariane 6. Je nach Konfiguration soll die Ariane 6 bis zu 22 Tonnen in den erdnahen Orbit und 11 Tonnen Nutzlast in einen geostationären Transferorbit transportieren und dabei die Kosten für den Start im Vergleich zur Ariane 5 halbieren. So bestand das Lastenheft zum Beispiel aus der Forderung höhere Effizienz bei geringeren Kosten. Erreicht werden soll dieses Ziel durch im 3D-Druck gefertigte Gasgeneratoren und eine neu konstruierte vereinfachte Düse und ein vereinfachter Zündmechanismus der Brennkammer. Das neue Triebwerk Vulcan 2.1 wurde mittlerweile ausgiebig getestet und wenn Covid nicht gewesen wäre, vermutlich Ende diesen Jahres schon geflogen. Man munkelt, dass die Ariane 6 bedingt durch wiederverwendbare Konkurrenz bereits jetzt überholt ist. Was das für langfristige Konsequenzen für das Vulcan haben könnte, eröffnet viel Spielraum zur Spekulation. Was ist denn deine Meinung dazu? Das Vulcan ist definitiv ein beeindruckendes Triebwerk und ich bin gespannt, ob die Kostenreduktion bei der nächsten Generation nach dem ersten Flug der Ariane 6 wie geplant gelingt. Aber auch das Vulcan 2 hat mit zum Beispiel dem Start des James Webb Space Telescope noch ein paar spannende Aufgaben vor sich. Wenn du diese und weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag zur Primetime eine neue Folge von Senkrechtstarter. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, gerne ein Like da lassen. Ich hoffe, wir sehen uns Montag. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.